Alle Wünsche werden klein, gegen den gesund zu sein. Viel öfter sollten wir uns diesen Satz sagen oder Menschen zuhören, die die Tiefe dieser Erkenntnis erleben. So wie Verena und Achim Sam, ein Paar, das sich durch eine Krebsdiagnose nicht die Hoffnung nehmen lässt. Das war mir auch von Anfang an wichtig. Ich möchte auf dem Fahrersitz bleiben. Ich möchte nicht nur ein Beifahrer sein. Es geht um mein Leben, es geht um meine Gesundheit, es ist mein Körper. Ich möchte das, was ich tun kann, auch machen. Wir haben uns da immer gewehrt dagegen und wehren uns auch heute noch. Warum auf Sterben vorbereiten? Man sollte sich eher aufs Leben vorbereiten, beziehungsweise also mit auseinandersetzen, dass es eine gute Zeit wird. Egal, kein Mensch weiß, wie viel bleibt uns noch. Achtsam sein, die Hoffnung nicht verlieren und das schätzen, was man hat. Die Krankheit ist wie ein Vergrößerungsglas, das das Leben in einem neuen Licht erscheinen lässt. Ein besonderes Paar, das Sie jetzt kennenlernen dürfen. Herzlich willkommen, Verena und Achim Sam. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr hier seid. Und bevor wir beginnen, muss ich erstmal sagen, Achim war ja schon mal da, ohne dich, ohne seine Frau Verena. Mhm. Aber ihr habt jetzt ein Buch zusammengeschrieben und dieses Buch hat mich so berührt, dass, also großes Kompliment, der Krebs kommt. Kompass klingt nach schwerer Kost, aber es ist ein Buch, was das Leben beinhaltet, die Liebe. Also es berührt einen ganz tief im Inneren. Schön zu hören. Ja, es hat ja auch viel mit uns gemacht. Ne? Also das letzte Mal, als ich hier saß, dann ging es ums Thema Figur und Sport und Fitness und Gesundheit. Und es ist eigentlich was, was uns beide schon immer begleitet. Also Verena sowohl als auch mich. Ich war ein dickes Kind und dann halt durch Sport uns abgenommen, dann Ernährungsbücher geschrieben und so weiter. Kennt ja die Geschichte. Und dann auf einmal kommt sowas echt ins Haus geprescht. Und gerade bei Verena, die ja für mich so der Gesundbrunnen irgendwie immer war und wo ich mir sowas nie habe vorstellen können, dass sowas da zu uns irgendwie mal kommt oder dass das in unser Leben tritt. Und wenn ich noch eine Sache am Anfang gleich erzählen darf, wir haben den Film mal geguckt, dieses ziemlich beste Freunde, ne? Ja. Kennt man vielleicht. Und da habe ich zu Verena gesagt, sag mal, wenn mit mir was ist, ich hätte immer im Kopf, dass mit mir mal irgendwie was ist oder so gesundheitlich, aber nie mit Verena, würdest du mich dann auch mit dem Rollstuhl irgendwie durch die Gegend schieben und würdest dich kümmern um mich? Und dann guckt mich Verena so an und macht, oh, schauen wir mal. Ja, das ist halt auch eine krasse Frage und in dem Moment, wenn man so damit konfrontiert wird, das sind ja immer alles so Themen, die man ja tendenziell auch in dem Alter und wenn man jung ist und eigentlich gesund ist und fit ist und so voll im Leben steht, womit man sich nicht beschäftigt, aber Fakt ist halt nun mal, dass es einfach jeden treffen kann und mich hat's jetzt halt dann nun mal leider getroffen. Ne? Ja. Und wir sind ja jetzt auch im Juni und es tut mir so ein bisschen leid, aber ich glaube, du weißt es ja, allein, dass ihr das Buch geschrieben habt. Du musst es natürlich jetzt, indem du es erzählst, das ist bestimmt nicht einfach für dich, aber ich glaube, wir gehen den Weg einfach gemeinsam. Ich muss nochmal unterbrechen, ganz kurz, um die Geschichte da rund zu machen, weil dieses ziemlich beste Freunde, also das war damals so ein Impuls, einfach so eine Frage und das Aberwitzige ist aber, dass es uns genau zu der Buchagentin gespült hat, also zu Elisabeth Ruge, die gut befreundet ist mit dem, ja, der im Rollstuhl sitzt und das Buch mit ihm gemacht hat. Und das ist ein dummer Zufall, wir sind genau bei der Elisabeth Ruge und wir wollten halt mit dem Buch jetzt nicht zu irgendeinem Verlag oder sowas, wo das dann auch so mit in irgendeiner Reihe liegt, sondern das ist für uns was Besonderes und das muss es auch letzten Endes für den Verlag sein, dass es so ein besonderer Ende kommt. Und so war der Weg. Also irgendwie ganz absurd von so einer Frage da irgendwie, man guckt den Film hin zu genau dann da in den Gefilden. Ja. Also Juni haben wir im Moment und es war ja im Juni vor 2 Jahren und ihr wart im Urlaub auf Kos, das ist eine wunderschöne Insel in Griechenland. Ja, total. Ja, ich war auch schon mal da und das schreibt er ja auch im Buch. Mhm. Also es kann, irgendwo sagst du, glaube ich, Achim, wir hatten so das Gefühl, wir können nach den Sternen greifen. Mhm. Ja, und dann kam der Knubbel, ne? Ich habe auch ein paar Tage vorher schon gemerkt, irgendwie da ist was. Hab dann aber auch mit meiner Schwester telefoniert und wie das dann halt so ist, wenn man dann mit einer vertrauten Freundin oder Schwester spricht. Die hat dann auch gesagt, ich hatte da auch schon mal eine Zyste, das ist bestimmt nichts. Und ich habe es dann erstmal so im Kopf weggeparkt und dann lag ich eben halt in der Hängematte bei uns zu Hause und dann kam eben Achim und fuhr mir so über die Seite. Also das ist halt sehr seitlich bei mir in der Brust, der Knubbel.
Und ja, als er dann darüber fuhr und sagte, was ist das denn, da war das halt schon so ein, ja, wir haben uns angeguckt und ich habe natürlich erstmal gesagt, ja, das ist nur ein Knubbel, das ist nichts. Aber als wir uns dann angeschaut haben, war das schon wie so ein siebter Sinn, so nach dem Motto, ja, ich glaube, das ist nichts Gutes. Ja. Also wir haben uns beide, ne, wir haben es im Buch ja so beschrieben, wie die Bären, wie die Rehe oder ob wir das selber so verlernt haben, wie die Fledermäuse, so einen siebten Sinn. Mhm. Wir haben in dem Moment, war irgendwie der Sommer für uns vorbei. Also das war draußen echt brütend heiß, es war alles toll und in dem Moment haben wir uns in die Augen geguckt und es war ja nichts anderes als 10 Sekunden davor, aber in dem Moment wussten wir, das ist hier nichts Gutes. Und ach, das ist doch Wahnsinn. Mhm. Ja. Weil es hätte ja völlig harmlos sein können. Ja. Ja, und ja, wir sind ja total optimistisch. Ne? Wir sind ja also immer irgendwie so, Glas immer halb voll, nicht halb leer, aber da hatten wir ein ganz blödes Gefühl. Wir waren, bis man dann Termine kriegt, das ist ja auch immer so aufwendig. Ne? Wir haben dann auch gleich Gas gegeben. Ja. Und wir waren dann im Wochenende drauf, dann noch in Amsterdam, wollten einfach so ein bisschen den Urlaub verlängern und ja, das eigentlich so ein bisschen rausschieben, so dass man da auf dumme Gedanken kommt. Und wir konnten aber nicht, wir haben so eine Krachtenfahrt gemacht und alles, aber wir konnten an nichts anderes denken. Ach, komm. Einfach. Ja, ich hatte halt vorher dann bei meiner Frauenärztin angerufen, die war dann aber im Urlaub. Und schnell neigt man ja dazu, dann zu sagen, na gut, dann warte ich halt die 2 Wochen noch. Zum Glück hat Achim dann aber Druck gemacht und hat gesagt, lass uns dann halt, wir machen woanders einen Termin. Und ich habe es dann zum Glück auch mitgemacht. Ne? Also ich kann auch ein ziemlicher Sturkopf sein und wenn ich was nicht will oder wenn ich der Meinung bin, das ist jetzt nicht nötig, dann bin ich auch gerne mal, ich sage, nö, will ich jetzt nicht. Und dann ist es auch für mich gesetzt. Und in dem Fall habe ich aber tatsächlich gesagt, ja, okay, du hast recht, dann lass uns einen Termin machen. Und es hat aber dennoch, ich glaube, noch fast 10 Tage gedauert, bis wir diesen Termin hatten, was dann schon relativ schnell war, weil war natürlich Sommerzeit, Ferienzeit. Und ja, dann hatten wir eben dieses Wochenende dann noch in Amsterdam und das war... Klar, das war irgendwie ein Versuch, sich abzulenken, aber im Kopf ging natürlich schon rum, was ist da, was ist, wenn und... An der Stelle kann man aber auch sagen, das sind immer so die Momente, wo man denkt, zum Glück leben wir in Deutschland. Ne? Also so viel man auch meckert und schimpft natürlich so, aber wir sind beide der Meinung, wir leben wirklich in dem besten Deutschland, das es je gab, auch vom Sozialsystem, vom Krankensystem. Wir waren letztes Jahr in den USA eine Zeit lang und da haben wir 2 Mädels am Strand, die haben mit uns gequatscht und haben wir das irgendwie erzählt, weil man sieht Verena ja nichts an, da ist eher so ein, so da fallen immer Dankeschön. Die Kinnladen runter, wenn man den Schildkrötenpanzer irgendwie so sieht, ihre Bauchmuskeln und so und da war sie so krebsfrei, das war so, so nicht kontaminiert mit, ui, ist da so schwer belastet und haben das Gespräch dann geführt, die waren auch so total von den Socken und meint, ui, ja, bei uns kostet das ein wahnsinniges Geld, um sich überhaupt untersuchen zu lassen und so, also nur so viel dazu, wahrscheinlich hätten wir da jetzt $5,000 auf den Tisch legen müssen für so eine Erstuntersuchung oder 3.000, ja, dann hätten wir vielleicht Termin auch, zu bekommen, ja. Ja, da hätten wir vielleicht auch gedacht, ja komm, warten wir noch einen Moment ab oder ein paar Wochen, ne, bis sich das irgendwie im wahrsten Wort sind verhärtet. Ja. Ja, also deshalb wissen auch echt glücklich so in diesem ganzen Strudel, dass wir hier leben und dass wir doch so ein Netz haben hier bei uns. Es ist halt so, ihr habt es gespürt, ihr hattet einen siebten Sinn. Ich meine, die Hörer wissen wahrscheinlich jetzt schon, wo es hinführen wird. Mhm. Es war halt nicht harmlos. Ne? Und es wie war die erste Reaktion von dir auf die... Es gab ja immer so ein Hin und Her, ne? Also man hat ja immer noch Hoffnung gehabt, aber irgendwann war ja der Punkt, das ist Krebs und das ist auch kein einfacher Krebs. Die Diagnose, die Erstdiagnose, dass es Krebs ist, war relativ schnell tatsächlich. Mhm. Also ich hatte am Dienstag den Termin in der Radiologie, ne, und nachdem dann ein Ultraschall gemacht wurde, was wohl als erstes meistens gemacht wird und da schon klar war, oh, das reicht nicht, dann wurde eine Mammographie gemacht. Das war dann auch schon, hat die Ärztin sich auch schon so ein bisschen so geäußert, oh, das sieht nicht ganz so gut aus, da würde sie halt gerne noch so eine Stanzbiopsie machen. Und das wäre normalerweise an dem Tag nicht gegangen, weil das eigentlich nicht eingeplant war. Ich hatte das große Glück, dass eine Patientin, die nach mir einen Termin hatte, nicht kam und dann quasi für mich ein Slot frei wurde und dann eben diese Biopsie gemacht wurde. Und dann wurde mir, wie gesagt, das war ein Dienstag, wurde gesagt, bis Freitag
sind wahrscheinlich die Ergebnisse da. Es kam aber schon am nächsten Tag mittags der Anruf. Ich saß im Wartezimmer, ich habe immer irgendwie, ich bin total abergläubisch, ich habe immer Glücksbringer dabei, wenn ich den dabei habe, dann schwierig, also gerade in dem Fall. Ich saß im Wartezimmer, ich habe die zerdrückt, ich habe so ein altes Bettmobil, das habe ich in der Hosentasche gehabt, ich habe das echt zerquetscht, weil das ist natürlich, wird immer dramatischer. Ne? So, also man hört ja Krebs und es ist ja bei ganz vielen so, es könnte was sein. Man weiß ja gar nicht, ob es fortgeschritten ist oder wie dramatisch, es kann ja auch eine relativ leichte, sozusagen gut behandelbare Diagnose sein oder Befund. Aber wenn die Menschen, inklusive wir, das Wort Krebs hören, ist sofort im Kopf, du musst sterben oder Heilung. Alleine das Wort Krebs zu hören, in so einer Lebensphase, jung, gar nicht dran zu denken. 35 Jahre, ne, warst du da, als du die Diagnose... Und das ist tatsächlich, da muss man irgendwie versuchen, die Nerven zu behalten. Ja. Ne? Weil es kann wirklich sein, da sind wir alle dran schuld. Krebs, da haben wir immer, das hat so ein Stigma, böse, da sterben viele Leute dran. Ne? Und es kann aber auch, ist gut therapierbar, also es ist besser, heute Krebs zu kriegen, als vor 5 oder vor 10 Jahren. Die Wissenschaft ist da schon recht weit, dass man da einfach entspannt bleibt erstmal. Ne? Das ist so leicht gesagt, waren wir auch nicht. Das ist sehr leicht gesagt, Aber das Gute ist, weil wir, das ist ja nicht nur, das Buch ist ja auch teilweise mit Interviews von ganz tollen Ärzten, der Professor Jäger, und der hat ja auch, da kommen wir noch auf das Heidelberg, auf das Institut, wo du dich auch sehr aufgehoben fühlst dort. Ne? Und der hat ja auch zu dir gesagt, Frau Sam, die Zeit ist auf ihrer Seite. Genau. Und das finde ich so ein tröstlicher, weil es ist ja wirklich so. Und er sagt ja auch, und wir stehen bei Krebs von der Schallmauer. Ja. Also da ist vieles, vieles möglich. Ja. Darf ich da kurz was zu sagen? Es geht, aber wir haben immer, ne, das hat ja unser Gesundheitsminister vor einiger Zeit gesagt, Krebs ist in so und so vielen Jahren heilbar. Krebs ist eine individuelle Zellerkrankung. Ne? Das heißt, man hat 100 Patienten, das sind 100 verschiedene Krankheitsbilder, 100 verschiedene Krankheitsverläufe, obwohl da jetzt beispielsweise im Befund steht Darmkrebs. Mhm. Und das muss man erstmal begreifen. Also, dass man nicht wie für ein Virus oder sowas vielleicht ein Medikament findet oder ein Blockbuster, dass es heilt. Ja? Also Krebs wird nicht zu 100% heilbar sein, aber was ja schon viel wert wäre, wenn es einen chronischen Zustand gibt, wenn man Krebs individuell beherrschbar macht. Ja. Also diese individuellen Therapien, die gewinnen immer mehr an Bedeutung und das muss man erstmal verstehen, ne, dass es nicht immer nur um jetzt Heilbarkeit geht. Ne, also Diabetes Typ 2 ist auch nicht heilbar. Wenn jemand sich Stents gesetzt gekriegt hat, ist der auch nicht mehr heilbar. Aber es ist halt einfach ein anderes Rangehen dann. Ne? Dann ist es halt so, okay, dann nehme ich halt diese Medikamente jetzt mein Leben lang und dann ist das so. Bei Krebs ist es aber halt gleich und es ist halt auch das, wie es dann eben bezeichnet wird. Ich bekomme ja eine Palliativtherapie, also wirklich nur begleitend. Und wenn man das hört oder liest, dann ist man einfach das, geschockt. Ja, nach der Lektüre von eurem Buch, weil Palliativ hatte für mich immer was Schönes, weil ich finde es toll, was die anbieten Sterbenden. Mhm. Aber dass man das Menschen wie dir in der, also die, in der Behandlung, das ist natürlich was ganz anderes. Ja, das ist, das nimmt einem so die Hoffnung. Total, genau. Und das ist eben auch das, was der Professor Jäger in Heidelberg eben, was ihn im Prinzip ja auch so aufregt, das hat er ja auch wirklich so gesagt, dass er sich wünschen würde, dass man das einfach so nicht mehr betitelt, sondern halt wirklich, dass irgendwann vielleicht übergeht zu einem, statt palliativ, chronisch. Dann bist du eben chronisch krank. Und das wäre für mich auch, ehrlich gesagt, total in Ordnung. Dann müsste ich eben vielleicht den Rest meines Lebens Medikamente nehmen. Aber wenn es kontrollierbar ist, wenn es stabil ist, dann von mir aus, dann werde ich eben nicht geheilt, sondern bin eben chronisch krank. Aber dieses Palliativ löst halt sofort im Kopf aus, okay, du kannst dich jetzt eigentlich hinsetzen zum Sterben. Ja, oder bereite dich auf Sterben vor. Ne? Aber eigentlich sehen wir das genau umgekehrt. Wir haben uns da immer gewehrt dagegen und werden uns auch heute noch, warum auf Sterben vorbereiten. Man sollte sich eher aufs Leben vorbereiten, beziehungsweise also mit auseinandersetzen, dass es eine gute Zeit wird. Egal, kein Mensch weiß, wie viel bleibt uns noch. Ja. Aber die Leute, die uns zuhören, die wissen es auch nicht. Nein, das weiß keiner und ist auch gut so. Ich habe damals, als dieser Befund da kam, haben wir uns 2 Wochen lang echt jeden Tag, ich bin aufgestanden, schweißgebadet, um Gottes Willen, das war kein Albtraum, das ist alles wahr. Jetzt hat immer das Bild vom Kopf von meinem Großvater, jetzt kriegt sich Chemotherapie, dann wird sie immer schwächer und dann
dann sinkt irgendwann so der Lebensmut und so. Das Bild hatte ich irgendwie so im Kopf. Mhm. Aber das Gegenteil muss man sich eigentlich irgendwie vorstellen. Ja, sie ja auch. Mhm. Aber dann ist in, was ich damit sagen wollte, ist in Italien dieses Viadukt eingestürzt. Ja. Und da habe ich zu Verena gesagt, schau mal, die haben sich jetzt die letzten zwei Wochen oder länger nicht mit dem Tod auseinandergesetzt, sondern die sind auf dieses Viadukt, auf die Brücke gefahren und sind gestorben, denen blieb überhaupt keine Zeit mehr, aber sie sind sozusagen ohne quasi dieses, ja, dieser Kopfterror dann in den Tod gegangen. Warum nimmt man sich das eigentlich raus bei Krebspatienten oder auch bei anderen, dass man so eine Zeit prognostiziert? Ja. Also wer nimmt sich das eigentlich raus, Gott keiner zu spielen? Weiß. Man muss die Diagnose nicht weniger harmlos machen, man kann das auch genauso sagen, wie es ist. Ja, man kann aber auch sagen, es ist hier statistisch, das muss auf sie nicht zutreffen, es gibt dann Verlauf, eine Kurve, wo sie sich befinden, es ist individuell, sie sehen ja topfit aus, also ne, mal schauen, wo das alles so hinführt, sondern nein, man sagt, sie haben bei Verena eine Lebenserwartung von circa 3 Jahren, allerhöchstens irgendwie 5. Das ist genauso gefallen bei dir? Mhm. Ja. Und relativ schnell, ne? Also das war relativ, also als dann quasi alle Untersuchungen durch waren und die Enddiagnose sozusagen stand, dass es eben nicht nur Brustkrebs ist, sondern eben der schon metastasiert hat, also der ist hat in die Lunge gestreut, ist entsprechend auf dem Papier nicht mehr heilbar. Und dann war sofort gleich am Anfang schon von Chemotherapie, Haarausfall, Brüste müssen amputiert werden. Dann kam eben dieses geringe Lebenserwartung. Und dann gingen die Augen nach unten vom Arzt. Und, 3, maximal 5 Jahre. Und, aber Verena saß da wie in der Panzerglas. Ne? Ja. Also wir haben das so beschrieben. Sie saß da irgendwie ganz aufrecht. Und ich habe keine Luft mehr gekriegt. Mir lief der Schweiß von. Ich bin vom Stuhl gerutscht. Ich musste mich auf die Britsche legen und bin dann immer wie so ein Soldat hoch und habe dann gesagt, ja Moment mal, wieso 3 Jahre? Was ist denn, wenn das Medikament nicht mehr wirkt, gibt es nicht noch ein anderes? Ja doch, dann haben wir noch die Möglichkeit. Wir haben 8 verschiedene Therapieformen bei dem Bild. Ich sage, ja, aber dann ist es doch schon mal was. Vielleicht gewinnt man wieder ein Jahr oder so. Ne? Das sind alles Sachen, die man gerne dann auch in dem Gespräch vielleicht gehört hätte, dass man das nicht immer noch mal so rauskitzeln muss, das Positive, sondern im Prinzip erstmal nur die negativen Sachen um die Ohren geknallt kriegt, was natürlich auch viel Juristerei ist, viele Sachen müssen die sagen, aber das kann man natürlich auch vielleicht genau so sagen, dass man sagt, passen Sie auf, das muss ich Ihnen jetzt so sagen, das muss aber auf Sie gar nicht zutreffen. Und beim Rausmarschieren, also es ist ein guter Arzt, man kann wirklich nichts sagen und wir haben vor jedem Arzt wirklich allergrößten Respekt, sich mit dem Thema tagtäglich auseinanderzusetzen. Und beim Rausgehen sagte aber so, oh, haut mir auf die Schulter nach diesem Befund, meint, aber ganz wichtig ist jetzt, positiv bleiben. Ne? Und also, sagen Sie mal, wie soll das gehen? Sie sagen, ja, am liebsten Menschen irgendwie 3 Jahre, es ist aber absurd. Ja, aber noch ein Beispiel zu dem, was es dann ausmacht, zu Professor Jäger, der Kerl ist einfach eine Wucht und wir müssen alle dankbar sein, dass wir so jemand haben, der sich mit der Onkologie da so auseinandersetzt. Sagt ja zum Beispiel auch, jeder Krebspatient hat einen positiven Onkologen verdient. Das fand ich und so genau einen schönen so Satz. Ist es wir genau saßen so bei ist Jäger im ersten Termin in Heidelberg. Und dann sagt der Jäger, also erstens hat er nur Verena fokussiert so, ne, und hat gefragt, wie geht's Ihnen? Und das ist schon mal ganz groß. Also wenn man, wie geht's Ihnen und nicht einfach losprischt, sondern es ging nicht um mich. Ne, das muss ich auch ein bisschen zurückstellen, so die Rampensau Samen, der ist jetzt mal nicht da irgendwie im Fokus. Da muss er auch mich so ein bisschen zurücknehmen. Und Verena, und das ist ja auch völlig, völlig zu Recht, das habe ich ja schnell begriffen, dass das auch so sein muss, dass es nicht um mich geht, sondern dass ich da halt dranhänge. Dann sagt der Jäger zu ihr, aber nur, dass ich es nochmal irgendwie ne, so verstehe, bei Ihnen hat jetzt der Krebs nur in die Lunge gestreut. Und da habe ich Verena angeguckt, habe den Jäger angeguckt. Ich sage, entschuldigen Sie, Herr Jäger, aber da springen andere aus dem Fenster oder von Zug. Was heißt denn nur in die Lunge gestreut? Dann sagt er, wissen Sie, Herr Sam, es ist so, wir haben es mit so komplexen Krebsarten zu tun. Wir sind ganz froh, wenn wir uns jetzt auf die Brust und auf die Lunge konzentrieren können. Ja. Und schon hat man Hoffnung. Ja. Und er hat halt auch sofort einfach mich als Individuum gesehen. Also ich hatte einfach bei dem von Anfang an das Gefühl, der sieht mich als Person und nicht mich, die Erkrankte oder nur die Krankheit. Aha, das ist jetzt der und der Fall, die Diagnose. Das ist ja leider bei vielen Ärzten so. Da ist halt das Zeitfenster relativ knapp. Die haben viele Fälle am Tag. Das muss man auch irgendwo verstehen können.
Dennoch möchte man natürlich auch als Individuum gesehen werden. Und das hat er halt sofort gemacht. Er hat gleich gesagt, sie sind jung, sie sind sportlich. Das ist bei ihnen, sie sind eigentlich ein fitter Mensch, ein gesunder Mensch. Aber sie haben jetzt halt diese tickende Zeitbombe in sich. Und da versuchen wir jetzt irgendwie was zu machen. Und das ist was ganz anderes ist. Man möchte ja nicht, dass man es ist ja in Ordnung, wenn man die Wahrheit gesagt kriegt. Das soll ja auch so sein. Aber es darf einem halt nicht am Anfang schon gleich diese Hoffnung so zerschlagen werden. So ja, und dass man es auch versteht, was mit individuell gemeint ist. Ne? Ich meine, da sitzt Verena und man sagt zu ihr, also für die Zuhörer, Verena ist wirklich sehr trainiert und macht ihr Leben lang schon gern Sport und ernährt sich gesund. Und dann sagt man ihr in diesem Befundungsgespräch, ja, Fasten ist gut. Ja, also Verena macht Mahlzeiten, Pausen, seitdem ich sie kenne, isst wenig tierische Produkte und dann sagt man noch zu ihr, ja, verzichten Sie am besten jetzt mal auf tierische Produkte und was noch gut ist, Grüntee trinken. Also man hat sie gar nicht gefragt, wie ist denn ihr Ernährungsverhalten und wenn man sie anguckt, dann weiß man, dass sie eigentlich da irgendwie schon vieles richtig macht. Ja, klar. Und da merkt man schon, dass da so eine pauschale Denke vorhanden ist. Ne? Also wir bei allem sind wir irgendwie so customized und alles ist maßgeschneidert. Ja. Sie sehen den Autoschlüssel auf dem Tisch legen, was, wenn du ins Auto gehst, dann stellt sich dein Fahrer, dann sitzt wahrscheinlich auf deine Größe ein und so. Nee, sowas habe ich noch nicht. Ja. So weit bin ich nicht. Aber heutzutage ist es in der Welt ja so. Alles ist irgendwie maßgeschneidert, auf dich zugeschnitten. Und da kommen halt wirklich nicht nur von den Ärzten, sondern natürlich auch viel vom Umfeld. Es kommen halt immer so Pauschalratschläge. Ja, ich habe das mal gehört, die hatte auch Krebs, dann macht genau das. Knoblauch. So ist es halt nicht. Es ist halt nicht ein und dieselbe, es ist vielleicht dieselbe Diagnose auf dem Papier, aber es ist eben trotzdem eine individuelle Erkrankung und es kommt auch total darauf an, wo du selbst stehst und wie du dich selbst schon ernährst oder wie fit du vielleicht schon bist. Also jemandem, der irgendwie 6 Tage die Woche Sport macht, dann zu sagen, entweder mach jetzt extrem viel Sport oder mach jetzt gar keinen Sport mehr, das ist absurd. Das ist halt, ja, klar. Oder Bewegung hilft, ne? Aber es kann auch sehr, für mich, ich bin Ernährungswissenschaftler, ich wusste nicht mehr, was ich einkaufen soll für sie, weil es kam von allen Seiten irgendwie ein Unkenruf, ja nichts mehr Tierisches. Jetzt muss man sich vorstellen, Verena hat einen hormonabhängigen Krebs, das heißt, bei ihr werden Hormone unterbunden, ne? Östrogen, das kennen Frauen, wenn sie in die Wechseljahre kommen. Klar. Und dann entsteht Osteoporose, weil die Kalziumauslagerung aus dem Knochen so hoch ist. Wenn sie jetzt keine tierischen Produkte mehr isst, wo in Milchprodukte, Käse und so weiter natürlich viel Kalzium als natürliche Quelle vorhanden ist, man soll es als natürliche Quelle zu sich nehmen und nicht als Substitut, also als Nahrungsergänzungsmittel, dann kriegt sie eigentlich kaum mehr Kalzium. Das heißt, sie rennt also früher oder später, eher früher dann in eine Osteoporose. Das heißt, Sport und alles wird beeinträchtigt, sie hat Schmerzen dann, Kniegelenke und so weiter und so fort. Also das ist, was man so auslöst mit nichts Tierisches mehr, ganz pauschal beim Thema Krebs. Da muss man schon nochmal genauer irgendwie hinschauen. Und der andere Nachteil ist, nichts Tierisches heißt ja ausschließlich pflanzlich. Und dann vermeintliche Produkte wie Kohl, Soja und so weiter, wo viele Phytoöstrogene drinstecken. Das heißt, eine Vorstufe nur von Hormonen, die man auf der einen Seite bei ihr blockiert und auf der anderen Seite möglichst viel über die Nahrung zu sich zu nehmen. Also ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Das war, was so sein Thema ist, ne? Ernährungswissenschaftler, du musstest auch komplett neu denken. Ja, nicht neu denken, sondern einfach individueller denken. Weißt du, das sind ja immer so Pauschalratschläge, die man so rauskloppt und sagt, ja, Low Carb, ne? So, ist gut. Da habe ich ja jahrelang gemacht, Bücher dazu geschrieben und auf einmal kapierst du so, Moment mal, nee, das ist auch Ernährung ist individuell und ist von vielen Faktoren abhängig und Verena hat da alles irgendwie richtig gemacht, trotzdem kriegt sie sowas. Muss man ja auch erstmal kapieren, ne? Das ist ja wie so ein... Ja. Aber das darf man halt auch nicht, erstens mal muss man Krebs diesen Schrecken nehmen und auch das finde ich total gut in dem Buch, dass man eben, das ist eine Krankheit, mit der man auch leben kann, ja, also das muss nicht immer... Wir müssen alle sterben, ja. Man muss nicht beim Krebs immer den Tod im Blick haben, ja. Das ist also so ganz wichtig. Und das ist mir vorhin, also es gibt so eine Seite im Buch, als du über die Ärzte gesprochen hast. Die sollte wirklich, habe ich mir gedacht, es sollte man wirklich allen Ärzten, oder zwei Seiten sind es, ja. Und die eine Seite würde schon reichen. Mhm. Wie man etwas jemanden
nahe bringt. Man kann ruhig deutlich sein, um was es geht. Aber man ist ja, wenn man Krebs hat, also auch überhaupt, wenn man krank ist, auch in Corona-Zeiten sieht man es jetzt, man nimmt Dinge wahr wie durch so ein Vergrößerungsglas. Genau, man liest extrem viel zwischen den Sätzen, zwischen den Zeilen. Man fängt an, irgendwie Blicke zu deuten. Ja, hat er das jetzt so oder so gesagt? Dann muss das ja so oder so gemeint gewesen sein. Also man wird sehr, sehr sensibel für so dieses zwischen den Zeilen und Beispiel, ne, was uns ein Arzt gesagt hat zum Thema Ernährung. Ja, essen Sie, was Sie wollen. Ne? Dann kannst du das jetzt, oder essen Sie doch das, was Sie schon immer gerne. Gibt es verschiedene Auslegungen. Bei mir war so vor dem Kopf, super, Henkersmahlzeit. Was, das bringt dir eh nichts mehr. Man will an seinem Schicksal teilhaben. Du bist jetzt in der Position, du bist aktiv an deiner Gesundung beteiligt. Ja? Also du kannst was tun. Das war mir auch von Anfang an wichtig. Ich möchte auf dem Fahrersitz bleiben. Ich möchte nicht nur ein Beifahrer sein, der sich irgendwie sagen lässt, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, sondern ich möchte, es geht um mein Leben, es geht um meine Gesundheit, es ist mein Körper, ich spüre ja, was mir gut tut oder was mir nicht gut tut. Und da habe ich von vornherein gesagt, ich möchte das, was ich tun kann, auch machen. Und dann probiere ich eben verschiedene Sachen aus, auch mit der Ernährung, und sei es Akupunktur, sei es irgendwie Heilpraktiker, was es halt noch nebenbei gibt. Also für mich war von Anfang an wichtig, ich verlasse mich jetzt nicht nur darauf, die Ärzte haben mir das gesagt, dann ist das jetzt so, dann setze ich mich jetzt hin und warte mal ab, was das Schicksal so bringt, sondern einfach aktiv mich daran zu beteiligen. Das war ganz faszinierend, weil als wir da raus sind aus dem Krankenhaus und ich hab noch nie sowas wie Neid verspürt, also ich war noch nie neidisch, und dann marschieren wir da raus und das erste Mal, weil ich immer gedacht habe, dann mach halt was dafür, dann kannst du das irgendwie, also Neid gab es bei mir nicht, und wir marschieren da raus und wir sehen da ein Paar mit einem Kinderwagen und ich war das erste Mal im ganzen Leben selber echt neidisch. Ich habe gedacht, das bleibt uns verwehrt. Ich wollte mit der Frau irgendwie alt werden. Was passiert da jetzt? Und wie kommt das alles? Also es war ganz merkwürdig. Und dann sagt Verena zu mir im Auto so die Hand auf meine gelegt und hat gesagt, du Baby, ich weiß, dass ich nicht in 2 Jahren tot bin. Ich spüre mich ja selber. Und das ist auch das Problem, was Angehörige haben, Partner haben, dass sie natürlich dann nicht drinstecken, nicht aktiv was machen können. Ne? Und dann, als dieses nicht heilbar kam, da fühlt man sich, man ist ohnmächtig. Ich saß neulich in Berlin im Taxi und dann habe ich telefoniert, da ging es auch dann irgendwie um Therapien und so. Und dann sagte der Taxifahrer, war total weise, sagte, du bist ohnmächtig. Und er sagt, wie meinst du denn das? Und dann sagt er, du bist ohne Macht. Und genau, da hat er recht. Ich kann nichts machen. Ich kann nur da sein. Das ist aber schon unheimlich viel. Ja. Bei Achim war natürlich auch zusätzlich in Anführungsstrichen das Problem, er hat halt einfach in seiner Familie durch seinen Opa schon jemanden an Krebs verloren, und das war einfach in seinem Kopf verankert. Ne? Unglaubliche Angst auch. Genau, dann, ne? Und ich war bis jetzt mit dem Thema eigentlich so gut wie noch gar nicht konfrontiert. Natürlich, irgendwie so im Umfeld gab es auch mal Fälle, aber es war halt nichts in der Familie, es ist nichts familiär bis jetzt gewesen, sodass ich halt noch nie mit so einem schweren Schicksal quasi konfrontiert war innerhalb der Familie. Und nun war es bei Achim natürlich so, er hat halt seinen Opa gesehen, begleitet, im Prinzip ja leider dann beim Sterben. Und für ihn war das natürlich total im Kopf drin, und für ihn war sofort Krebs, alles klar, dann läuft es genauso ab wie bei meinem Opa. Und das ist auf jeden Fall auch was, was man aus dem Kopf auch rauskriegen muss. Also wenn jemand die Diagnose kriegt, dass man nicht anfängt zu vergleichen, oh Gott, war ja bei dem auch so, sondern wie wir am Anfang schon gesagt haben, es ist eine total individuelle Erkrankung. Und heute sind wir natürlich auch noch mal ein paar Jahre weiter. Das heißt, auch die Medizin und die Forschung ist natürlich ein paar Jahre weiter. Und genau, am besten wirklich wie dieses Blitzdings bei Man in Black, einfach einmal versuchen auszulöschen.
Ja, und man muss sagen, dass die Verena hat ja, also weißt du, sie hat weder Chemo gekriegt, ne? Ja. Also das, wir nehmen jetzt auch mal allen Hörerinnen und Hörern so, ne, so Ängste, die man so hat. Die sind nicht die Haare ausgefallen, du hast wunderschöne Haare. Und du gehst einen ganz anderen Weg, ja? Mhm. Also es muss nicht, und du bist auch nicht operiert worden. Also alles, was am Anfang im Prinzip mir um die Ohren gehauen wurde, ist nicht passiert. Vielleicht auch ein Stück weit leider, weil bei dieser Erkrankung in dem Stadium wird eben keine Chemo mehr gemacht, weil es einfach nicht mehr das zielgerichtetste ist und weil man einfach nicht sagen kann, dass man damit dann halt alle Zellen trotzdem töten kann. Bei metastasiertem Krebs ist es so, dass Schläferzellen sozusagen unterwegs sind. Ne? Eine Chemotherapie erwischt Zellen, die sich schnell teilen. Ah, verstehe. Und dann würde man eine Chemotherapie einleiten, kann sich aber nicht sicher sein, dass man auch diese Schläferzellen, die erwischt man nicht, die sitzen irgendwo im Gewebe. Jetzt hat man den Organismus geschwächt, dann wird die Chemotherapie abgesetzt und dann kann es sein, dass es fast sogar wie ein Brandbeschleuniger ist oder so. Muss nicht sein, aber es kann sein. Und dann bricht es wieder aus, dann muss man wieder eine Therapie ansetzen und deshalb ist es... Aber für mich war es auch dahin, ich bin ja auch medizinischer Laie, ja, aber was halt auch der Professor Jäger sagt, und es ist irgendwie schon erschütternd, die Krankheit gibt es ja schon so lange und die Möglichkeiten, die traditionellen Möglichkeiten, wie jetzt sagen wir mal Chemo, Operation, das ist ja, sagt er ja selber, das ist nicht so doll. Ja, da muss man unterscheiden, glaube ich. Ne? Also wenn ein Krebs jetzt lokal ist, er ist gut therapierbar, das sagt ja auch Jäger, dann nimmt man den raus. Und dann ist es eine recht gute Therapierbarkeit, was Jäger auch so deutlich sagt, in diesen systemischen Krebsarten, die Medizin ist gut, also quasi bei den Lokalen, ne, und so, also wenn Krebs gestreut hat, metastasiert ist, dann sind die aktuellen Therapieverfahren, das sind sie noch zu schlecht. Ja? Und genau, und na, also es ist, Krebs ist ja, es gibt ganz viele Krebsarten und Stadien, wo das gut heilbar ist, ne? wo man rausmarschiert und weiß oder sagen kann, ja, zum Glück oder hoffentlich kommt das nie mehr wieder. Es gibt aber bei metastasierten Formen, weil dann ist der Krebs ist wie in die U-Bahn eingestiegen im Körper. So, der sitzt irgendwo, man weiß es nicht, Schläferzellen befinden sich irgendwo, ich erwische mit einer Chemo nur, die sich schnell teilen, die anderen nicht, die brechen dann irgendwann aus. Und da kamen sie eben irgendwann drauf, dass sie erkannt haben, dass so eine Totalremission, Spontanremission, also wenn schwer kranke Menschen auf einmal gesundet sind, dann hing das immer mit dem Immunsystem zusammen. Also durch irgendeine Reaktion, durch ein Fieber, durch eine Immunreaktion ist das Immunsystem quasi so überschüssig geworden und hat dabei erkannt, bei dieser Extremreaktion, ui, da ist ja noch was, das sind Zellen, da ist eine Erkrankung, die nehme ich jetzt noch gleich mit. Ah. Und da war der Krebs weg. Also das Immunsystem hat seit Jahrmillionen eine Riesenkraft, den Körper von Bakterien, von Viren dann zu befreien. Und aber so. Ja auch von Krebszellen. Also jeder Mensch hat ja jeden Tag Tausende von Krebszellen in sich. Nur im Normalfall erkennt das Immunsystem die halt. Erkennt, okay, die sind mutiert, die müssen weg und tötet die halt ab. Das genau ist das, was jeden Tag läuft. Ist das genau das, was jetzt bei dir stattfindet? Also ich versuche es mal laienhaft, das ist bestimmt ziemlich kompliziert und du bist jetzt auch schon halbe Fachfrau wahrscheinlich, ne? Aber versucht man, nennen die sich nicht T-Zellen, die den Krebs besiegen? Mhm. Oder sagen wir einfach, die Zellen, also das Immunsystem schafft es ja und man versucht jetzt, weil es geht ja ganz individuell, da wird dein Blut untersucht, ne? Und man guckt genau, was ist das für eine Krebszelle bei dir? Genau. Und wie kann das Immunsystem diese Bösen, sagen wir mal, ne? Also sind ja böse, oder? Oder siehst du es nicht so? Die sind halt mutiert, ne? Also das, ich finde es immer ein bisschen schwierig, auch so dieses Kämpfen gegen. Also klar sind die irgendwie, die sind mutiert, aber auch dieses Kämpfen gegen den Krebs, das ist für mich... Das benutze ich sehr, sehr selten oder fast nie, weil das ist aus mir selbst heraus entstanden. Und ich versuche eher zu sagen, ich versuche zu heilen, statt zu sagen, ich kämpfe jetzt irgendwie so. Das ist für mich so, das ist so negativ behaftet, weil das ist kein Kämpfen, sondern es ist eher ein Unterstützen. Ja. Ich versuche meinen Körper dabei zu unterstützen, wieder gesund zu werden zu heilen. Ja. Das ist sehr. Genau, und das versuchen die im Prinzip mit dem Immunsystem in Heidelberg auch. Also es wurde meine DNA ausgelesen, es wird eine große DNA-Analyse gemacht
Und dann hatte ich jetzt das Glück sozusagen, dass sie Target definieren konnten. Das heißt, eine bestimmte Zielstruktur. Die haben mutiertes Peptid gefunden bei meinem Krebs. Das ist nicht immer so. Also wenn die kein Target sozusagen definieren können, dann bekommt man in der Regel dann eher eine allgemeine Immuntherapie. Bei mir ist es jetzt so zielgerichtet, dadurch, dass sie dieses Target definieren konnten. Und das haben sie nachgebaut und das bekomme ich als Impfung. Also im Prinzip abgeschwächte Krebszellen. Also man versucht, also ganz simpel einfach dargestellt, man muss sich das vorstellen wie bei einer Organtransplantation. Na, da ist das Immunsystem in der Lage, so ein Kilogramm schweres Organ wie eine Leber, wenn es das nicht haben will, binnen weniger Stunden komplett zu zerstören, das Immunsystem. Ja. Und nur die Leber, nichts anderes. Ne? Man muss sich ja vorstellen, mit der Chemotherapie, dann ist es ja, man leitet einen Zelltod ein, auch gesunde Zellen, deshalb fallen die Haare aus und so weiter, am Fingernägel kriegt man Probleme. Und das Immunsystem ist in der Lage, ganz bestimmte Zielstrukturen ganz speziell zu bekämpfen. Und dann ist die Leber, wird abgestoßen sozusagen. Und Gleiches versucht man jetzt im positiven Sinne mit den Immuntherapien beim Krebs zu machen. Also dass man ausliest, wo ist die Fehlerquelle in der DNA. Das ist kein Hexenwerk mehr. Wir müssen uns vorstellen, 2011, als in New York die Flugzeuge leider in die Hochhäuser gekracht sind. In dem Jahr hat man erst die menschliche DNA komplett ausgelesen und wusste, was uns vom Affen unterscheidet. Heute kann man das für relativ wenig Geld, bei 2000 Euro, bei jedem Menschen ganz individuell machen. Und dann geht es um eine Auslese, wo kommt da der Krebs jetzt her und wo will er hin. Und wenn man diese Ziele definiert hat, dann versucht man quasi, diese Struktur nachzubauen, ja, und die dann wie ein Impfstoff zu spritzen, dass das Immunsystem wieder sieht, ui, da ist ja was. Ja. Klingt fantastisch. Ja, also wie eine Grippeimpfung. Genau, wie eine Grippeimpfung. Ne? Da kriegt man ja auch abgeschwächte Erreger sozusagen gespritzt, in der Hoffnung, dass der Körper Antikörper bildet gegen genau diese mutierte Zelle. Und gibt es da jetzt schon irgendwelche Reaktionen in deinem Körper? Also es gab relativ schnell, ich bekomme diese Impfung, dieses relativ viel Serum kriege ich immer in meinen Hintern gespritzt. Und ich habe relativ schnell ein ziemlich dickes Ei bekommen. Das hat furchtbar gejuckt, hat sich verfärbt. Aber das ist gut, ne, wahrscheinlich. Genau, und ich war am Anfang natürlich total verunsichert, weil ich dachte, hat sich das jetzt entzündet, hat sich das verkapselt, weil das auch so verhärtet war. Und dann war ich das nächste Mal da. Diese Immunimpfung bekomme ich alle 3 bis 4 Monate und habe den Professor Jäger dann gefragt, habe meine Hose runtergelassen, so ungefähr, habe ihm das gezeigt. Der hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Er hat gesagt, oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Guckt und es sind wie so kleine Kartoffeln und dann freut er sich irgendwie so. Das. Aber das ist großartig, weil das ist diese Vakzine. Ja. Also das. Er sagte damals auch, das ist ihr Immunsystem. Das sind die Zellen, die jetzt reagieren auf diese Impfung und das ist gut. Das in Anführungszeichen Problem ist nur in der Verkettung jetzt, dass diese Impfung zwar die neuesten Therapieverfahren sind, ne? Also die ist auch übrigens jedem zugänglich. Ne? Also das wollte ich gerade fragen, seid ihr privat versichert? Oder? Ich bin Kassenpatientin und das NCT in Heidelberg, Spitzenzentrum, man muss danach fragen und das ist auch was. Ja, also wie dann therapiert wird, das entscheiden letztlich die Ärzte natürlich dann, ne? Oder man selber dann mit, aber zumindest sind es Therapieverfahren, die in der Zukunft, weil es ja zielgerichtet, personalisierte Therapieverfahren sind und je größer die Nachfrage ist, desto größer ist natürlich auch sind sie eigentlich unter Druck, die Verfahren auch für jedermann zugänglich zu machen. Ne? Also man sollte zumindest sich, wenn man bereit ist, das ist ja schon eine hochexperimentelle Geschichte, die Verena da auch macht, wenn man das gehen möchte, nachfragen, nachbohren, in deutsche Spitzenzentren gehen, ne? Also es gibt da, ja, also das ist auch was Herr Jäger gefragt hat, wir schreiben jetzt das Buch und erzählen natürlich auf diesen neuen Therapieverfahren und dann sagt er, ja, da sind wir in der Verantwortung, den Bedarf dann auch irgendwie zu decken und dass natürlich auch Kassen dann bereit sind, auch dafür zu zahlen. Jetzt geht es ja erstmal auch um Zulassung. Ne? Also wir sind
äußerst dankbar, dass wir da überhaupt hinkamen, da über einen Freund, über Christian Frommert, ja, der uns davon erzählt hat. Mhm. Und es muss ja auch passen, ne? Ja. Also der Krebs, weil wir haben ja gelernt von euch individuell, ja. Und die müssen ja auch helfen können, ne? Also ja. Vielleicht würde der Herr Jäger würde wahrscheinlich auch sagen, Verena oder Frau Sam, da die andere Therapie, da wäre wahrscheinlich eine Chemotherapie besser. Ja. Und das ist ganz Besondere am NCT, ne? Ja. Das NCT in Heidelberg, und es ist eine Einrichtung, wo die klassische Leitlinie, die gibt's auch zum Glück. Leitlinie hat nicht nur Nachteile, das muss man auch sagen, sondern man weiß bei der Krebsart die Therapie. Ne? So. Dann gibt es noch die Zusatztherapien. Im NCT legt man beides übereinander. Man fährt also die klassische Leitlinie und begleitend macht man diese experimentelle oder die Forschung und versucht halt sozusagen individuelle Therapieverfahren dazu zu shiften. Und das ist das Besondere. Und was du da, ich meine, ihr habt doch jetzt nicht auf Esoterik oder so gehört, ne? Weil da muss man auch aufpassen. Ne? Also es gibt alternative Heilmethoden. Aber was du gesagt hast, diese Spontanheilung, ohne dass ich jetzt irgendwas falsche Erwartungen wecken möchte, aber es gibt sie. Mhm. Ja, es gibt. Und sind diese Spontanheilungen, wäre sowas möglich, dass dein Immunsystem jetzt diese ganzen Krebszellen bekämpft, auch die Metastasen und der Krebs weg wäre? Klar, also möglich ist alles. Ich meine, die versuchen jetzt mit dieser Immuntherapie, im nächsten Monat wird der nächste Schritt eingeleitet, da versuchen sie halt per Blutwäsche, Leukapherese heißt es, diese spezifische T-Zelle da rauszufischen aus meinem Blut. Und wenn sie die finden, wo sie aber von ausgehen, weil mein Immunsystem halt so viele Beulen fabriziert hat, gehen sie davon aus, dass diese Zelle da ist. Und die züchten sie dann nach im Labor und züchten so eine Armee von T-Zellen für den Fall, wenn es mir mal nicht so gut geht. Das ist dann schon ein größerer Eingriff, der dann gemacht werden würde. Das ist dann schon tatsächlich eine Art Gentherapie, aber möglich ist alles. Und ich denke mir sowieso immer, wo wir nochmal beim Thema Esoterik, Wunder sind möglich, aber man muss auch dran glauben. Ja, ne? Auf alle also Fälle. Also ich bin kein Riesen-Esoterik-Fan, aber ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren schon gelernt, was man so mit seinen Gedanken und Emotionen, wenn man das so ein bisschen versucht zu lenken und ein bisschen zu leiten, und da positiv zu bleiben, da kann man unheimlich viel mit bewirken. Also Professor Jäger würde da an der Stelle sagen, schauen wir mal. Ja. Und das ist schon mehr als sie werden leider, wir können nichts für sie tun, sie werden da sterben. Und das, in 3 bis 5 Jahren. Ja, genau. Und das ist einfach das Positive. Und deshalb bei uns ist jeden Tag, Verena so wie ich, wir sind beide Peter Pan, so mal 5 Minuten am Tag, wir lachen viel miteinander. Wir streiten nicht mehr. Wir haben jetzt letzte Woche mal uns... Ja, einmal. Ab und zu schon nochmal. Ja, aber bis letzte Woche hättest du gesagt, nö, wir haben seitdem nicht mehr gestritten. Stimmt. Letzte Woche haben wir uns tatsächlich mal die Wolle gekriegt. Aber dann auch ganz kurz und dann ist es auch wieder weg. Und das ist das Schöne. Bei uns ist nicht alles schlechter geworden. Im Gegenteil. Ja. Es ist vieles schöner und besser geworden. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass man so, danke Krebs. Wir haben dich, glaube ich, sehr gut verstanden. Ja. Ja. Die Zeit ist so kostbar geworden. Es sind also so, ich bin hier, war schon so oft hier bei euch irgendwie und ich habe nie den schönen Park gesehen. Ich bin immer hier reinmarschiert vom Parkplatz und das Erste, was ich zu Verena jetzt sage, als ich ausgestiegen bin, guck mal, jetzt ist ja so ein schöner Park da irgendwie da dran. Und ich war jetzt vorher auch nie ein negativer Mensch, aber man beschäftigt sich einfach, wenn man gesund ist, mit so Nichtigkeiten. Ja. Man regt sich über Sachen auf, die so unwichtig sind, die wo ich jetzt heute wirklich sage, wenn ich das merke, dass nur sich beschwert wird, da steige ich relativ schnell aus und sage auch so, ja, aber was hast du heute Gutes erlebt? Guck mal, das sagst du. Konzentrier dich doch auf das, was du hast, statt auf das, was du nicht hast oder auf den, der da jetzt irgendwie gerade blöd vor dir Auto fährt. Du kannst es doch nicht ändern. Und da ist Verena echt super drin und deshalb habe ich damals gedacht, man muss es irgendwie festhalten, man muss es irgendwie mitteilen, was sie da eigentlich so für eine Herangehensweise. Zum Glück habt ihr das gemacht, wirklich. Ja, also weil sie da so einen total positiven Umgang mit hat. Sie sieht das so als
nicht Herausforderung, aber der Aufgabe. Sie ist eine da was Aufgabe, gestellt ja. worden ja. Und es macht mich letzten Endes, sagst du ja immer, zum besseren Menschen. Und die Entwicklung, die wir beide jetzt in den letzten 2 Jahren eigentlich so gemacht haben, das ist so irre. Also es ist wie 1000 Assessment Center irgendwie zusammen und was man an bislang hat die Erkrankung oder der Krebs viel mehr mit Psychologie zu tun ja. als mit, sagen wir, mit der Physiologie. Ne? Also es ist was ja. da im Umfeld, was da herangetragen wird an einen, wie mit Themen umgegangen wird, wie Sichtweisen sich verschieben und so. Beispielsweise zu Verena hat man am Anfang gesagt, oh, jetzt tun sie mal mit Sport langsamer, bloß kein Sport mehr. Und dann auch so der eine oder andere dann so, wer weiß, vielleicht durch ihren harten Sport hat sie das auch gerade erst gekriegt. Verena hat dann das Erste, was sie gemacht hat, nach dem Befund, sie packt ihre Sporttasche und fährt ins Studio und ja, macht da 400 ja. einbeinige Kniebeugen. Ja. Und man weiß jetzt, das ist genau richtig. Sie ist fitter als du, oder? Ja, viel fitter. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. aber wo ich selbst schon ins Grübeln kam, hat sie sich voll auf ihre Intuition und gesagt, so, das ist jetzt gut für mich. Und letzten Endes auch in Heidelberg jetzt groß schreiben sie an Sport oder Bewegung, dass es Part der Leitlinie wird, weil nur ganz kurz, dass man das wissenschaftlich versteht, was sie eigentlich richtig gemacht hat. Sie hat auch Intensivsport gemacht, wo man ja denkt, sie hat über 20 Lungenmetastasen, sie hat jetzt irgendwie unheilbar Krebs, Tumor und sowieso und diese Hormonbehandlung. Also bloß schon, ja, hat sie intensiv Sport getrieben und es führte so weit, oder kann man so weit eigentlich sagen, dass sie die Knochen eigentlich geschützt hat. Mit ja. jeder sozusagen Beanspruchung des Knochens ja. entscheidet sich der Knochen eigentlich so, ich gebe nicht so viel Kalzium her, ich behalte mein Gerüst und gerade bei diesem Hormonentzug, ja, dann ja. Baut der Körper, dann gibt der Knochen eigentlich nichts her oder viel weniger her. Und das ist so, dass sie jetzt 2 Jahre später, also mit der Nebenwirkung Osteoporose, gar nichts zu tun. Ja, das, also einfach, du vertraust dir selbst. Also das ist, natürlich ist das eine, das Körperliche, dass man sich einfach besser fühlt und natürlich auch den Körper unterstützt, was Achim gerade sagte, auch mit dem, dass man die Knochen einfach auch belastet und dadurch eben sich vor Osteoporose schützt. Für mich hat gerade der Sport aber auch einen extrem mentalen Einfluss. Wenn ich kein, also für mich ist Sport schon immer wie Atmen gewesen. Das gehört einfach dazu, ja. Es geht nicht ohne. Ja. Und wenn man, wie jetzt am Anfang, wenn man mir gesagt hat, oh, jetzt mal langsam machen, das war für mich nochmal wie so ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht. Wie, jetzt soll ich auch noch keinen Sport machen? Das geht nicht. Mhm. Und da habe ich zum Glück auch von Anfang an nicht drauf gehört. Und bin einfach intuitiv trotzdem weiter zum Sport gegangen, weil ich es nicht nur... Jetzt weiß man es eben auch körperlich, weil es gut tut, sondern einfach auch mental. Aber man braucht jetzt nicht denken, so Sport, ne, jetzt will man da zum Sport animieren. Es geht letztendlich um Bewegung. Und jeder von uns kennt es, wenn man, jetzt denkt man vielleicht, na gut, wenn jetzt jemand Chemotherapie kriegt und dann noch sich bewegen, ui. Doch, das raten die Ärzte sogar dazu mittlerweile. Ne, bei uns kam das ja auch so, jetzt tun Sie mal mit dem Sport und ne, lassen Sie mal lieber. Oder dann war was am Knochen, wo man sofort zu ihr sagte, das ist destabilisierend und bruchgefährdend und jetzt mal nichts machen. Aber sie hat so ein gutes Muskelgerüst. Also wenn man sie jetzt wieder sehen würde oder ein Arzt würde sagen, ja, bewegen Sie sich weiter, es tut Ihnen ja gut. Ne? Letztendlich hat das der Professor Jäger dann ja auch gesagt, als es, ne, also die eine Meinung war, oh, lieber aufpassen mit Sport. Professor Jäger hat zu mir gesagt, jetzt vielleicht mal keine 200 Kilo Kniebeugen machen, also vielleicht keine Maximalbelastung. Aber ansonsten, sie sind fit, sie haben gute Knochen und sie haben ein gutes Muskelgerüst, ja. können alles machen. Und wenn man sich das so nicht vorstellen kann, aber wenn man mal einen gehoben hat, ne, und liegt auf der Couch dann irgendwie sonntags, weil man auf irgendeinem, ne, passiert und hat das? Mal einen gezwitschert, ist mir auch schon passiert, dann kann man sich Bewegung gar nicht vorstellen. Ne? Da denkt man, um Gottes Willen, ey, ich kann nie mehr irgendwie gerade auslaufen. Wenn man dann aber mal um den Block gelaufen ist oder ums Haus, da weiß man, was Bewegung alles kann und dann, danach sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ihr seid ja sehr, sehr sportaffin. Ne? Das ist dein Beruf, auch deiner, ja, Verena und ja. von Achim. Aber das, da habt ihr, glaube ich, auch eine Wandlung vielleicht doch durchgemacht in diesen 2 Jahren, weil jeder soll das machen, was er selber empfindet, genau. was für ihn passt. Auch wenn jemand nur spazieren geht und er bewegt sich, auch das ist schön. Genau, also es geht gar nicht unbedingt immer um dieses, klar mache ich 6 Tage die Woche Sport und es ist auch sehr, sehr intensiv, aber darum geht es nicht. Es geht einfach darum, was kann ich jetzt gerade tun, das,
man muss natürlich immer gucken, wo steht derjenige gerade und was kann er tatsächlich gerade leisten. Und jede Bewegung ist gut. Ob es jetzt das einmal, ich gehe heute zum Einkaufen zu Fuß oder ich gehe irgendwie mit dem Fahrrad fahre ich mit dem Fahrrad einfach heute mal die kurze Strecke. Und wenn es nur dieses ist, ich gehe einmal kurz um den Block, das tut einfach auch schon unheimlich gut. Es muss nicht dieses extreme Training sein. Wir haben in der Abteilung in Heidelberg, also bei Dr. Wiskemann, die jetzt die Leitlinie eigentlich verfasst, Bewegung damit mit aufzunehmen, diesen Therapieplan oder grundsätzlichen Therapiepläne. Da war eine 88-jährige Frau, die multiple Brüche hatte schon in der Wirbelsäule mit Knochenmetastasen. Und die lag da auf dem Boden und hat so einen Plank gemacht, also quasi wie so eine Latte, Unterarmstütz, ne? Ja. Und ich war echt, das schaffe ich keine 30 Sekunden mehr. Und dann sagt sie, ach, seitdem sie sich nie bewegt, in ihrem Leben nie Sport gemacht, aber seitdem sie sich jetzt regelmäßig bewegt, wie man das Schwierigste ist. Also man muss das so sehen, Bewegung, Sport ist bei Krebs völlig nebenwirkungsfrei. Das einzige Therapeutikum ohne Nebenwirkung. Ja. Das Problem ist nur, dass man in die Bewegung kommt. Ja. Na, also das heißt, wie kommt dann jemand in diese Position, dass er sich da nicht, dass er nicht fällt, dass er sich nicht bricht. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, so, es ist uneingeschränkt zu empfehlen, aber Bewegung in aller Regel hilft immer und tut immer gut. Also ihr habt ja selber gesagt, ich habe ja auch gesagt, das ist ein Buch für Ärzte, also es ist ein Buch, was ihr euch gewünscht hättet, was ihr zusammen, ja, ne, genau. Weil es hilft einfach so sehr, aber es ist halt auch nicht, dass die Leute jetzt irgendwie abgeschreckt sind, für mich ist es auch ein Buch über, habe ich glaube ich am Anfang auch gesagt, über das Leben, über überhaupt, was uns ausmacht, über die Liebe. Ja. Und das will ich, ich glaube, das hat man schon gespürt. Ja? Und auch die Verena sagt über Achim, das ist mein Antidepressivum. Und wenn du, wir haben schon mal telefoniert, weil das hat mich so gerührt, als sie geschrieben hat, wenn sie in seine großen braunen Augen schaut in Achims, dann sieht sie ihm direkt in die Seele, was für ein guter Mensch er ist. Ja. Und er hilft dir wirklich sehr. Total. Also ich habe mich am Anfang gleich so ein bisschen hinter Panzerglas, was Achim auch am Anfang sagte, gesetzt. Und Achim hat sich im Prinzip, oder hat meinen Sport gemacht und Achim hat sich sofort ans Telefon geklemmt und hat recherchiert und Studien gelesen und hin und her telefoniert. Und dafür bin ich extrem dankbar, weil ich glaube, ich hätte es nicht in dem Moment alles so machen können. Also, und dann hat er mir ja nun auch in dieser schwersten Phase, knapp einen Monat nach meiner Diagnose, als wir auch noch gar nicht wussten, wie geht's jetzt weiter, also bevor das erste CT überhaupt anstand, wo man einfach auch mal guckt, wie sieht's jetzt im Körper aus, so 3 Monate nach der Erstbehandlung, hat er mir dann ja auch den Heiratsantrag gemacht. Und da wusste ich einfach, wir wussten immer schon irgendwie, wir gehören zusammen, passt, und wir, ne? wollen, ja. wir wollen zusammen sein. Aber in dem Moment war für mich einfach klar, okay, dieser Mann weicht dir wirklich nicht von der Seite. Und auch jetzt in der schlechtesten Zeit, weil man sagt immer so leicht, in guten wie in schlechten Zeiten. Aber die meisten Leute heiraten ja eher aus den guten Zeiten und dann irgendwo groß irgendwie im Urlaub an dem und dem Strand oder auf dem und dem Berg. Und das ist eigentlich gar nicht wichtig, sondern er hat es einfach genau im richtigen Moment gemacht, nämlich in unserer dunkelsten Stunde im Prinzip. Bist schon ein feiner Kerl. Ja, aber nicht nur du, ne? Also ich meine, man muss auch sagen, es gibt, glaube ich, auch eine Stelle, er ist mein Licht und ich bin sein Licht. Also er hat du bist genauso für ihn, oder? Ja. Die Verena ist, du sagst also, manchmal, du bist ein Wunder, Verena. Ja. Ach Gott, jetzt haben wir den Achim, aber jetzt haben wir dich zu sehr gerührt. Nee, ne? Es ist, ich lerne von Verena jeden Tag. Es ist echt so. Das ist unglaublich, wie sie damit umgeht, wie ein Mensch mit Krisensituationen umgeht, morgens aufzustehen, zu wissen, so, man ist irgendwie unheilbar krank. Das ist schon echt so eine Bürde, die man zu tragen hat und die Verena so echt wahnsinnig gut meistert. Und das ist mir schon auch echt. Ja, so eine Lebenslehre, ne? Wie kommt das? Wir haben ja schon weit, aber das will ich noch wissen. Also weil du hast, glaube ich, einmal bitterlich geweint zum ersten Mal nach so einer Operation. Ansonsten hast du schnell das akzeptiert und in die Zukunft geschaut, ja? Woher kommt das bei ihr? Also das erste Mal, dass sie wirklich so von Herzen geweint hat, aber auch schön war tatsächlich, als wir bei Dietmar Hopp saßen, da in dem Moment. Und,
Und das war der erste Moment, wo alles so aus Verena auch mal rausbrach. Wir haben, also man muss dazu sagen, dass Christian Frommert, Trauzeuge und viele Jahre schon enger Freund, aber der uns dann da nach Heidelberg geführt hat, Dietmar Hopp Stiftung macht wahnsinnig viel. Ja, was er in die Onkologie, man muss so dankbar sein, weil man kann es also nicht nachvollziehen, so diese Häme, dieser Mann gefallen lassen muss, das muss man wirklich so ganz deutlich an der Stelle mal sagen. Und ihr habt ihn als einen sehr warmen und zugewandten Menschen kennengelernt. Total. Also der hat sich wirklich 2 Stunden, wir haben ihn dann tatsächlich treffen können und der hat sich 2 Stunden Zeit genommen, der hat sein Handy ausgeschaltet, der hat das weggelegt und hat als erstes wirklich mir ins Gesicht geschaut und mich gefragt, wie es mir geht. Und er hat wirklich 2 Stunden eigentlich nur zugehört. Und das ist das, was heutzutage viele verlernt haben einfach. Ne? So dieses wirklich mal hinzuhören und mal zu fragen, wie geht es dir denn wirklich? Und das hat er als mit einer der wenigen, obwohl er es eigentlich gar nicht müsste, ne, das ist ja nun wirklich, hat er das wirklich gemacht. Und ich war total gerührt, weil mir in dem Moment einfach auch, mir war nie bewusst, dass eine Privatperson sozusagen so viel in diese Forschung reinsteckt, dass alles, was ich in Heidelberg an Behandlung bekomme, wird es nicht geben, wenn es keinen Dietmar Hopp gäbe, der dass die Gelder da reinsteckt in diese Forschung. Weil Bund, Länder, die stecken da nichts rein. Ja, oder es sind unfassbare Mengen, die da reinfließen und die notwendig sind, sonst würde es das tatsächlich nicht geben. Also die Medizin, die Pharmakonzerne sind natürlich an Blockbustern interessiert, also so ein Medikament zu bauen für möglichst viele Menschen. Man weiß aber jetzt, Krebs ist individuell, also das heißt, man muss eigentlich auch an den individuellen Therapien arbeiten und das ist kostenintensiv und das wird eigentlich nicht gefördert und deshalb ist das dieser Einsatz von Dietmar Hopp so unerlässlich und man muss sich wirklich mal Gedanken machen, als er in den Rängen da so runtergepöbelt wurde auf Dietmar Hopp. Jeder Zweite wird in seinem Leben mit einer Krebsdiagnose konfrontiert und im Zweifel wird man abhängig sein von Therapien, die nur durch die Spendengelder beispielsweise von Dietmar Hopp ermöglicht worden sind und das Und wir saßen da so, oder Verena so stellvertretend, ich kenne Dietmar Hopp schon von Christians Geburtstagen und so weiter, aber und immer nur positiv wahrgenommen und dass er da so warmherzig da drin ist und Verena saß da stellvertretend eigentlich für alle Krebspatienten irgendwie und ihr wurde das so bewusst, was er da bewirkt und was er da für gibt, dass dieser Menschheitsgeisel Krebs den Garaus gemacht ist, auf kurz oder lang. Und er sagte auch selber, er hätte sich das nie verziehen, wenn mal einer seiner Freunde, Kinder eine Diagnose bekommen hätte und er hätte mit dem Geld, was ihm da zur Verfügung steht, nichts gemacht, um rechtzeitig was dagegen zu tun. Jetzt wird gerade ein Kindertumor oder ein Kinderzentrum, ein NCT gebaut in Heidelberg, weil man eben nicht mit dem erwachsenen NCT Kinder therapieren kann. Also in diesem, und es hat ihm alles zu lange gedauert. Er hat gesagt, Mensch, baut möglichst schnell dieses Kinder-NCT dahin. Ich kann das nicht mit anschauen. Ne? Also wenn man da die Zeit... Ja, natürlich. Und das ist... Man muss auch da ganz deutlich sagen, immer diese Unkenrufe so, ja, aber ist ja Milliardär, aber er könnte sein Geld auch anders verbraten. Ob er jetzt irgendwie eine Milliarde irgendwie versteuert, so, dann hat er immer noch 500 Millionen. Wenn er eine Milliarde spendet, dann ist da alles weg und er tut es für einen guten Zweck, was ganz vielen Menschen zugutekommt. Ja. Und das muss man wirklich sagen, das ist ein ganz großes Glück, dass wir so jemand auch im eigenen Land noch haben. Er bezahlt hier Steuergelder, er sitzt in Deutschland, er hört sich noch diese Häme irgendwie an und ist unermüdlich da und investiert und ist da dran. Und deshalb kann man dem Mann eigentlich nur ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen und auch so jemand wie Dirk Jäger, dem Professor Jäger, der einfach tagtäglich mit so einem schweren Thema, was haben wir eine Häme erfahren jetzt auch so in dieser Buch, Pressearbeit und so auch von Journalisten, dass man sich gar nicht vorstellen mag, oh, so ein schweres Thema, obwohl wir das ja gar nicht so sehen. Wir wollen ja eigentlich, dass man positiv umgeht und positiv damit umgeht. Unser Jäger tagtäglich beschäftigt sich so ein Mann mit schwerkranken Menschen, mit dem Thema Krebs und wie man da was dagegen tut. Der steht morgens im... Aber guck mal, da sind wir, ich finde deine Haltung so gut, weißt du, und ich finde, dass, ob man jetzt irgendwie
dran ist, gesund zu werden und so, ja, aber man, es ist so wichtig im Leben, einfach die positiven Beispiele zu nennen. Genau. Und es natürlich gab es ganz schlimme, falsche Töne der Ärzte, ne, wie die hätten das schöner sagen können, aber es gab auch Schwestern, die er getroffen haben, die, die den Arm um dich gelegt haben. Es gab tolle Ärzte, es gibt so tolle Menschen. Absolut. Also es sind viele, es kommen auch viele Enttäuschungen, gerade menschlich, also was so im Umfeld so passiert, das ist schon bitter. Aber auch das sehen wir so ein bisschen wie so ein Destillat. Also so der im Buch schreiben, im Fusel, der Fusel verfliegt, der edle Tropfen bleibt. Und genau so ist es tatsächlich. Man merkt halt in so einer Situation, wenn man so eine Diagnose bekommen hat, wer ist wirklich da, wer meint es wirklich gut mit dir. Und wer ist nicht nur da, wenn gerade die Sonne scheint und wenn alles gerade toll ist und er an deinem Sonnenschein teilhaben kann sozusagen, sondern eben auch. Also einer meiner engsten Freunde damals kam ins Krankenhaus, Hemd aufgeknöpft, bisschen Bauchnabel, da habe ich ja so ein Buch, haben wir das beschrieben, danach nie mehr gesehen. Das ist der so war sehr unsensibel, ne? Also der hat da irgendwie sieht doch gut aus. Und ja, aber das sagen ja viele. Das ist ja auch was du so, kann die denn, ihr eigener Bruder, muss man dazu sagen, letzten Endes, so, dass man anzweifelt, ja, ist sie denn jetzt wirklich so schwer krank? Man sieht ihr ja gar nichts an, dann macht sie ja noch Sport. Dann, also, weißt du, so, das ist der Nachteil, wenn du eigentlich positiv damit umgehst. Ja. Weißt du, und wenn das ist ein Wahnsinn, das hätte man nie gedacht. Man würde ja am Anfang denken, okay, bei so einer Diagnose versuchen irgendwie alle dich zu unterstützen oder sind irgendwie da. Aber das perfide fast schon ist so dieses, wenn du dann positiv damit umgehst und man dir das auch nicht ansieht, dann wird es auf einmal auch an manchen Stellen wirklich angezweifelt. Das kann ja gar nicht sein, aber die sieht doch gut aus. Und natürlich freut man sich darüber, wenn man gesagt kriegt, man sieht dir gar nichts an. Aber eigentlich ist es für viele Krebskranke, ich habe auch zwei Freundinnen, die betroffen sind, schon so der erste, ja, wie soll ich sagen? Wie soll ein Krebskranke aussehen? So nach dem Motto, man sieht dir ja gar nichts an. Ja, sich dann eigentlich fragen müsste, ja, wie müsste ich denn aussehen? Ja. Genau, wie also müsste ich denn aussehen? Also es ist völlig absurd, was uns da alles passiert ist. Sie musste zum Landrat und wie gesagt, für einen eigenen Bruder und Schwerstbehindertenausweis irgendwie beantragen, ob das denn wirklich sein kann. Er hat sie rausgeschmissen aus dem Studio. Weil du hast ja noch ganz neu, du hast ja super gearbeitet und alle haben dich gemocht und so, aber das der eigene Bruder. Ja, das muss man sich so vorstellen, dass es eigentlich wie ihre Kathedrale war. Ich habe mich an unserer Polterabend noch bedankt bei allen und habe gesagt, Mensch, sie kommt hierher, das ist das beste Therapeutikum, was sie irgendwie haben kann. Ihr seid für sie da. Das war und so ein Stück Normalität. Und dann wird sie da Spaß quasi gemacht. so aus ihrem Kathedrale so. Ja, verbannt und das war auch ganz schwierig irgendwie so überhaupt zu verstehen, aber der menschliche Wald der Reaktion ist so groß und so komplex, dass das manchmal gar nicht so nachzuvollziehen ist, auch mit dem, du siehst so gut aus, die kann doch gar nicht so schwer krank sein, aber das sagt zum Rollstuhlfahrer, sagst du ja auch nicht, jetzt steh doch mal auf und trag den Kasten Wasser da selber in die Bude, ne? Der wird es nie machen und beim Krebskranken so. Da sagst du das so, ne? Das ist halt die Seele, die im Rollstuhl sitzt sozusagen, ne? Und das ist aber das, was nicht gesehen wird, ist dann auch nicht da und es ist einfach leider so, man muss damit versuchen umzugehen. Es wird einfach im Umfeld, der Krebs macht halt nicht nur was mit dir selbst, sondern leider eben auch durch dieses Stigmata, was der Krebs hat, einfach macht auch was mit dem Umfeld. Und man sollte, glaube ich, ein Stück weit auch deshalb, auch ein großes Thema in unserem Buch, darauf vorbereitet sein, dass sowas eben leider auch passieren kann. Es gibt einfach viele Leute, die können damit nicht umgehen. Ja. Also es ist so Thema, gut, weil ihr auch ja, überlegt es euch gut, ob ihr es sagt, wem ihr es sagt. Ich meine, du bist ja richtig in die Öffentlichkeit jetzt auch noch gegangen, ne? Das hat mich am Anfang auch, ich habe schon drüber nachgedacht, möchte ich das? Wenn dann alle irgendwie Bescheid wissen, am Anfang habe ich das auch in meinem Job erzählt. Es war aber natürlich auch ein kleines familiäres Studio, von daher war für mich relativ schnell klar, die Leute stehen mir alle nah. Ja, ja. Obwohl du deutlich defensiver warst, ne? Also und das ist auch zu Recht. Also ich bin ja da schon so, ich muss da viel irgendwie dann telefonieren, aber mein Hausarzt sagte damals zu uns beiden, überlegen Sie sich jetzt gut,
mit wem sie über die Erkrankung sprechen. Sie sind stigmatisiert für alle Zeit und es wird Konsequenzen haben. Und wir haben das damals überhaupt nicht so wahrgenommen. Aber er hatte recht. Es hat Einzug in alles, nicht nur ins Privatleben, sondern auch ins Berufsleben, wie man an Verena sieht. Bei mir gibt es auch so ein paar Beispiele. Und da muss man vorbereitet sein. Und das heißt immer, ja gut, ihr habt ja keinen Präventionsratgeber geschrieben, sondern wenn dann irgendwie, wenn man betroffen ist oder so. Aber nun mal, das betrifft jeden Zweiten irgendwann. Dann kennt jeder irgendwen, der mit so einer Lebenssituation da oder mit sich mit dem Thema Krebs auseinandersetzen muss. Und wenn man dann drin, drin steckt, dann ist es wichtig, dass ich weiß, wie habe ich damit umzugehen, wem erzähle ich Ihnen das jetzt? Welche Therapie ist denn jetzt vermeintlich irgendwie so die beste? Welche Reaktionen sind normal? Das, was uns passiert ist, was man nie für möglich hält, das ist vielleicht auch ganz schön zu sehen, so, das ist jetzt nicht ganz so verrückt, sondern das ist denen auch passiert. Und ich glaube auch, was man gehört hat, ihr habt eine schöne Art, wie hast du es eben gesagt, die Seele sitzt im Rollstuhl. Genau. Das hat man auch im Gespräch gemerkt, ihr habt einfach eine wunderbare Art der Formulierung, beide. Mhm. Also wirklich, obwohl du ja jetzt nicht so die Journalistin bist, ne? Nee, gar nicht, ja. Das hast du, weil das ist ja auch sehr schön aufgeteilt, mal erzählst du, mal Verena. Und das ist auch dieses Buch deshalb am Anfang berührt, weil es ist nicht so ein sachliches Buch oder so mit entmenschlichten Wörtern, ja, sondern nein, es ist sehr feinfühlig und es ist fast literarisch wertvoll, es ist sehr schön zu lesen, also großes Kompliment. Das war uns auch sehr wichtig, dass das es nicht nur ein reiner Ratgeber wird, sondern es musste einfach auch diese persönlichen Erfahrungen, die mussten einfach auch mit einfließen, weil es, glaube ich, auch einfach anderen hilft, das zu lesen, oh guck mal, da passiert's auch. Und, aber das Buch fördert auch, oder hat bei uns extrem viel zutage gefördert. Mhm. So, ne? Also ich erinnere mich noch an so eine Situation, ich bin ewig rumgedacht auf diesem, natürlich dieser Widmung, ne? Vorne im Buch und was man da irgendwie so reinschaut. Mhm. Und ewig, ich habe 2-3 Wochen da und immer wieder was Neues hingeschrieben und dann sagte Verena irgendwann so, ja, was hältst du davon, wenn man das so schreibt? Für alle, die nach den Sternen greifen und für alle, die bereits selbst welche sind. Und das kam so aus ihr raus und das war so, das saß irgendwie so, weil wir haben kurz vorher hier aus dem, von Aschaffenburg, eine gute Freundin von uns ist, Sabina Stenger ist an Krebs gestorben und so, die hat alles gegeben und das passte irgendwie so und das kam dann aus ihr so raus und dann lege ich auch die Ohren an, weil ich denke, ja gut, das ist einfach so aus tiefstem Herzen und kommt sie auf so, also ich entdecke sie auch irgendwie neu und das war das Schöne. Ich mich auch. Also das ganze Thema macht eigentlich alles viel qualitativer und viel kostbarer, fördert viel zutage und auch wenn vieles natürlich auch mal negativ ist, es gibt Enttäuschung. Du wirst immer wieder Angst haben vor den Untersuchungen. Absolut, ne? Das wird das, so eine gewisse Leichtigkeit, die wird auch einfach nicht mehr da sein. Also ne, wenn man früher sagt, oh, ich habe halt mal ein bisschen Kopfschmerzen oder ich habe mal halt ein bisschen, ist das Wetter. Heute denkt man natürlich schneller mal so, oh, ist da denn jetzt vielleicht irgendwas? Also so eine gewisse Leichtigkeit, die fehlt natürlich und die wird wahrscheinlich auch nicht mehr wiederkommen, aber dennoch, ich bin viel mehr ich selbst, also ich bin viel mehr, es ist wie so Zwiebelschichten, die man so abholt, bis man irgendwie an seinem Kern ist. Ich beschäftige mich mit ganz anderen Dingen, ich habe ganz andere Seiten an mir kennengelernt, die ich überhaupt noch nicht kannte, wo ich auch nie gedacht hätte, dass ich mal so bin. Aber ich glaube, ich bin jetzt viel mehr ich. Mhm. Und das habe ich, wie gesagt, Achim sagte ja vorhin schon, man will nicht sagen, oh, danke, irgendwie Krebs, um Gottes Willen. Ich könnte gerne darauf verzichten. Aber ich habe von Anfang an versucht zu sagen, das ist für mich eine Aufgabe des Universums, was auch immer. Ich sehe das große Bild noch nicht, aber es gibt ein großes, ganzes Bild, was ich irgendwann sehen werde und wofür es gut war. Und ich versuche es jetzt einfach als Aufgabe zu nehmen, die ich meistern soll und wo ich dran wachse, wo ich stärker werde. Und viele Dinge werden ganz klar. Also auch mit dem Ernährungsthema. Ne? Ich war ja immer so zielgerichtet, ist dies, du wirst das und du vermeidest XY und so. Mhm. Und das muss man auch, das hat sich auch total verschoben. Also beispielsweise, es gibt auf der Welt kein Lebensmittel, was Verena heilt. Das gibt es einfach nicht. Also es gibt keine Studiensituation auch dazu. Und das hat auch dann Professor Jäger so zu mir gesagt, zu uns gesagt,
es gibt da kein Lebensmittel, wo es nachgewiesen oder sowas einen gewissen Vorteil hat oder so. Und ich habe damals gesagt, da kannst du ein ganzes Berufsbild eigentlich so an den Nagel hängen, ne? Bist Ernährungswissenschaftler, ja super, jetzt okay, alles klar. Aber bis ich dann begriffen habe, dass die Ernährung natürlich einen wesentlichen Beitrag leistet, dass Verena diese harten Therapien fahren kann, ja, also dass die Leber intakt bleibt, mhm, und die Organe funktionieren und so weiter. Dass du vorher so fit warst, dass du dich vorher gut ernährt hast. Ja, aber grundsätzlich, man spricht immer von dieser Heilung oder von Tod, aber um einen Zustand zu ermöglichen, das heißt, dass die Therapie, wenn sie schlechte Blutwerte hat, kann die nächste Therapie nicht in diesem hohen Umfang gefahren werden, das heißt, sie wird reduziert. Deshalb ist es wichtig, dass man nicht immer nur so hinschielt, oh, mit Selleriesaft wirst du jetzt gesund oder so. Ne? Genau. Das passiert ja oft, dass sich die Leute dann, kiloweise das Zeug dann irgendwie reinkloppen. Ich habe auch dazu geneigt, am Anfang war groß Knoblauch, wir haben beide gestunken wie ein Ildis, wir konnten nirgends mehr hingehen, bis Verena gesagt hat, ich schlafe nicht mehr nachts, dann habe ich noch fast einen Safter gekauft, irgendwie für 2.500 €, weil sie sagt, ich kann das Zeug nicht mehr essen, ich schlafe nachts kaum mehr, und dann fängt man an zu überlegen, was ist denn jetzt wichtiger? Schlaf ist doch auch wichtig, wenn du jetzt ihr da das Zeug da reinflößt bis zum geht nicht mehr und sie schläft dann aber nicht mehr, dann ist das Stress und das ist mit Sicherheit auch nicht so förderlich. Also mit allen Sachen, die ich eigentlich versuche zu machen, ob es jetzt der Sport ist, die Ernährung, Meditation, ich meditiere seit 2,5 Jahren immer morgens und abends, oder zur Akupunktur gehe, wie auch immer. Ich sehe das nicht als, das ist jetzt mein Allheilmittel, sondern wie kann ich meinen Körper bestmöglich unterstützen, entweder tatsächlich wieder gesund zu werden, aber auch so fit zu bleiben, wie ich jetzt bin, dass es mir einfach gut geht, dass ich die Tabletten und die Medikamente gut vertrage. Darum geht's eigentlich, also dieses Unterstützen des Körpers und nicht, wenn ich jetzt das trinke, dann heilt es mich. Da haben wir relativ schnell von Abschied genommen. Das ist aber auch eine Gefahr für Angehörige. Ne? Also für mich als Partner beispielsweise, auch zweimal Sport gemacht und mittlerweile mache ich fast überhaupt keinen Sport mehr, weil ich habe da kein Maß dafür, was kann ich. Ich müsste ja noch mehr für sie tun oder ich müsste dann noch mehr oder ich bin nicht genug da oder ich könnte das irgendwie recherchieren noch oder so. Und da muss man auch ein bisschen auf sich selber Acht geben. Verena hat am Anfang zu mir gesagt, im Flugzeug, da heißt doch auch, man soll sich zunächst selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor man anderen hilft oder bevor man anderen überhaupt helfen kann. Und da hatte sie recht. Ich bin auch gleich dann am Anfang zum Psychotherapeuten marschiert, weil ich gedacht habe, Moment, jetzt hast du schlaflose Nächte gehabt. Wenn das so weitergeht, dann bist du nicht ein Ast oder sondern dann bist du ein morsches Ästchen und stehst dir überhaupt nicht mehr zur Seite. Ich muss da schon irgendwie da sein. Und das ganz wichtig, ist das ist wirklich für Angehörige, für Partner wichtig, dass man sich auch um sie selber sorgt. Und da ist, ansonsten kannst du gar nicht mehr helfen. Dann brichst du irgendwann weg oder auch verfällst im Alkohol oder sonst was. Ne? Das ist halt, das ist einfach sehr, sehr viel, was da auf einen einprasselt und womit man umgehen muss. Und es ist völlig normal und genau das Richtige, sich Hilfe zu holen. Aber auch da merkt man leider, dass bei vielen das immer noch so, ja, aber wieso, ich bin ja nicht der Betroffene, wieso soll ich mir denn Hilfe holen? Aber das ist halt was, womit man erstmal umgehen muss. Ja, du musst ja auch im Leben kannst bleiben, anderen nicht helfen, wenn du selbst eigentlich nur mit dir beschäftigt bist oder mit deiner Angst. Ich merke es halt bei mir in der Familie, da ist halt viel, es wird lieber geschwiegen, als irgendwie vernünftig drüber gesprochen. Was sind denn die Ängste? Von mir aus könnte man mir auch sagen, ich habe einfach Angst um dich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Jedes Wort, was irgendwie miteinander gesprochen wird, ist besser als Schweigen. Auf alle. Guck mal, das ist auch toll, man kann auch mal seine eigene Unsicherheit formulieren. Absolut. Man muss dann nicht so tun, so nach dem Motto, ach, aber es ist doch alles gut, wird schon wieder gut, du schaffst das schon. Mhm. Das sind halt Das freut einen natürlich, aber es sind halt auch schnell so Floskeln, wo man sich einfach wünschen würde, sag mir doch mal, wie es dir wirklich geht. Weil ich merke ja, dass es dich auch belastet als meine Mutter oder als mein Vater. Ja. Natürlich, ist ja auch ganz, ganz normal. Was ich am Anfang nicht ertragen konnte, war, dass Verena eigentlich als Betroffene noch die Trauer der anderen so ertragen musste. Ne? Das heißt, egal wer hat sich dann,
ach Mensch, es tut mir jetzt so leid. Und dann liefen die Tränen und dann musste Verena trösten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Da muss eigentlich der Betroffene muss dann trösten, bis er dann irgendwann da in die Bresche gesprungen bin und mir dann natürlich auch irgendwie unbeliebt gemacht und gesagt, Mensch, ey, das sagt was Positives, spreche über Gott und die Welt oder sonst was, aber jetzt aber fang zumindest dein Leid oder deine Sorge dir selber auf oder kümmere dich darum, dass es jemand tut. Genau. Ich habe mich da halt zum Psychotherapeuten gesetzt und habe gesagt, was soll ich denn gegen meine Ängste machen? Dafür bin ich extrem dankbar, dass Achim das auch gleich gemacht hat von sich aus, weil es eben viele gibt, die dann sagen, ich bin nicht betroffen, ich brauche keine Hilfe, ich kann das schon so irgendwie, aber es ist einfach unheimlich wichtig, auch vielleicht einmal mit einer neutralen Person da einfach drüber zu sprechen und das auch mal alles dazulassen und dann frisch sozusagen wieder nach Hause zu kommen und auch wieder unterstützen zu können. Mein Vater, ich liebe ihn über alles, das weiß er auch, aber da an der Stelle, schöne Grüße hast, da hat er zu mir gesagt, wie du gehst zum Psychiater, also Psychiater, wieso, du bist doch nicht krank. Ja. Er sagt, das ist echt so, aber der Partner ist halt wie beim Alkoholiker einfach co-betroffen. Ja. Es ist so, Ich saß ganz oft auch bei zwei befreundeten Anwältinnen und habe dann erzählt und irgendwann habe ich gemerkt, hey, Moment mal, ich spreche ja von Verena, ich bin ja gar nicht krank. Man ist da so drin und so und dann ist das und man ist da irgendwie mitkrank. Ja, klar. Ne, man hat halt sozusagen, ich bin jetzt in der ganzen Zeit dreimal gefragt worden, Achim, wie geht's denn dir? Oder wollen wir mal, oder willst du mal drüber reden oder wie auch immer, sondern du bist als Partner immer der das zu tragen hat, der da sein muss, das bin ich, uneingeschränkt, wirklich. Also das ist mir das Allerwichtigste, dass das mit Verena irgendwie hinhaut, dass wir eine möglichst lange gute Zeit miteinander verbringen können. Und so keiner weiß, Ende ist wie immer offen, so wo das alles hinführt. Aber das ist mir das Allerwichtigste. Und das sind die Partnerangehörigen, muss man auch irgendwie zusehen, dass die irgendwie da bleiben, weißt du? Da wird auch aufgetragen und so, ne? Weil es ja so selbstverständlich ist, dass man eigentlich da so zur Verfügung steht. Ich hätte mich auch da das eine oder andere mal wirklich gefreut, dass jemand gesagt hat, so, und wie ist mit dir, komm, gehen wir mal eine Cola Light trinken oder ein Mineralwasser ohne Kohlensäure. Wir machen jetzt das vierte Mal, Achim. Achim, wie geht's dir? Vielen Dank. Das ist eine extra Sendung, liebe Silvia. Aber ich habe so den Eindruck, dass ihr beide euch unglaublich gut ergänzt. Mhm. Ne? Also das hat jeder gespürt, der das Gespräch jetzt gehört hat, weil Achim, der ja ist, und jeder von euch hat auch eine andere Art, damit umzugehen. Ja, ich wollte das Wort palliativ, ich kam damit nicht klar. Also man muss sich das vorstellen, da sitzt irgendwie so der Gesundbrunnen irgendwie so vor einem, der sich jetzt anhören muss, das Gespräch von Verena, dass er todsterbenskrank ist. Dass er nicht mehr lange zu leben hat. Ich habe es nicht begriffen. Ich konnte es nicht begreifen. Ich habe es versucht irgendwie so, aber es war, und ich musste irgendwo, und wenn es nur im Mühbereich liegt, irgendwo den Hoffnungsschimmer mir beiziehen. Dann kam zum Glück Christian Frommer da ums Eck und dann letzten Endes Dietmar Hopp und dann in der Verkettung eben Heidelberg NCT und mit der Option auf eine experimentelle Therapie. Und das gab mir dann Ruhe. Wo ich gedacht habe, ja, wenn es nur einen Strohhalm gibt, dann machen wir den zum Ast und aus dem Ast machen wir einen dicken Baumstamm und da halten wir uns dran fest und glauben auch dran. Ja. Man muss sich ja auch irgendwo selber so ein bisschen die Religion schaffen. An irgendwas muss man glauben. Der eine glaubt an Ernährung, der andere glaubt an die Bewegung, an den Sport, der andere nur an die Therapie und Verena glaubt an ihren Kosmos. Das heißt, dass ganz viele Sachen da eine Rolle spielen. Ernährung, Bewegung, die Therapie, Freunde, die Psychologie, das Mindsetting. Und da glaube ich auch ganz fest dran, dass es nicht eine Selektion ist, wo man jetzt irgendwie so ist, der Selleriesaft, der muss es richten, sondern dass man eigentlich... viele Puzzleteile, die das Puzzle dann dass man eigentlich ausmachen. Möglichst hinschaut, auch selber reflektiert, wo kommt sowas her, was muss ich tun, wie kann ich mich selber irgendwie, was will es mir sagen und wie macht es mich letzten Endes dann zum besseren Menschen. Krebs ist ja schon, das sagt auch der Professor Jäger, im Grunde ist es ein Zufall. Und es ist eine Erkrankung wie viele andere auch. Genau. Ne, also den Schrecken zu nehmen, das ist auch ganz wichtig, dass man... Den hast du genommen, wir sehen es ja hier. Ne? Also die Leute sehen dich leider nicht, aber ich habe dir vorhin schon gesagt, weil du warst auch in der Fernsehsendung, da schreiben einige, dann, die dich gesehen haben, die schreiben, es sieht aus wie die junge Cher. Ja, fand ich total süß. Genau, also so apart und man kann damit so umgehen. Ja, also ich habe
irgendwie zum Glück schon immer so ein bisschen dieses Gen in mir gehabt, dass ich aus der größten Scheiße auch irgendwie was Gutes ziehen kann. Also in dem Moment ist es natürlich hart, mhm. Aber ich weiß nicht, ich habe da zum Glück so diese Eigenschaft, dass ich ja, irgendwie trotzdem was Gutes draus mache oder irgendwie trotzdem was Gutes drin sehe. Also das hört Verena jetzt auch zum ersten Mal. Am Anfang dachte ich, oh Mann, hoffentlich ist sie da nicht so naiv. Ich hatte meinen Opa da, wie gesagt, so im Kopf und viele andere Krebspatienten. Aber ich weiß jetzt, dass es eine tiefe Überzeugung ist von Verena und das nicht so naiv und kindlich, ach ja, das kriegen wir schon irgendwie. Ja, oder was gespielt ist, ne? Wo man sagt, aber ach, haha, jetzt und ich nicht. Lass mich doch mal ausreden. Ja. Du, das ist ja der Wahnsinn. Sprich. Das wollte ich gerade, weil das hast du von mir auch noch nicht gehört. Ich habe da wirklich am Anfang gedacht, hoffentlich ist das nicht so ein, dass sie so leichtfertig damit umgeht. Aber ich weiß, dass sie sich ganz intensiv damit auseinandersetzt. Und das, was sie so auch nach außen gibt, dass das eine ganz feste Überzeugung ist. Verena bewegt sich, weil es ihr gut tut. Mhm. Das konnte ich nie verstehen. Ich war immer leistungsgetrieben. Ich war immer, da muss es hingehen, das Sixpack muss sein, das Rennen muss ich gewinnen und dann habe ich dahin trainiert. Verena, die war zur Bestrahlung. Und eine Stunde, anderthalb Stunden später, wir fahren von Heidelberg dann zu meinen Eltern, wo wir jetzt dann immer wohnen, wenn wir hier sind zur Therapie, steht im Garten und macht Sport. Und danach geht es ihr irgendwie so gut, das braucht sie irgendwie. Und das muss man auch erstmal kapieren. Und das finde ich so bewundernswert tatsächlich an Verena. Ja. Ja, so ist es, Verena. Schön. Aber ich wünsch euch beiden, es war so schön mit euch und ich glaube, ihr versprüht so viel Mut und Lebensfreude und ich kann wirklich, also aus vollstem Herzen kann ich dieses Buch empfehlen. Du hast gesagt, jeder Zweite ist betroffen, aber auch selbst, und selbst wer nicht betroffen ist, der lernt über das Leben viel, weil was ich immer so schade finde, dass man erst dann in Extremsituationen diese Erfahrung macht, die ihr macht, ja, was wirklich wichtig ist im Leben. Ja. Kennt man doch vom kennst du vom Trace the Boy, heißt es bei uns. Wie heißt es nach der Beerdigung? Bei uns heißt es bei uns heißt es Leichenschmaus. Leichenschmaus. Ich kenne es als Trace the Boy, so. Dresdeboy, das habe ich noch nie gehört. Ja, der Trostwein, ne? Dresdeboy. Ja, das ist wie Grumberg. Aschebecher Aschaffenburg, genau. So, und dann sitzen wir immer zusammen und sagt, ach, was, und weißt du noch damals, und hätten wir doch mehr zusammengesessen und hätten wir doch das und das noch gemacht. Ja. Und Mensch, und da haben wir doch immer so gelacht, warum haben wir uns denn damals gestritten? Das finde ich immer so absurd. Warum macht man es nicht einfach? Ja. Weißt du, warum nicht einfach die Zeit, die einem bleibt hier auf dem Planet, der echt wunderschön ist. Und gerade Hesse ist ja wirklich ein Traum. So schön. Ja, ist wirklich. Und das sagt einer, der in Bayern geboren ist, ne? Ja, aber meine Mutter ist Hesse. Die spielen also quasi so, ne, so Mada, 50-50. Aber ihr wohnt doch jetzt in Hamburg, ne? Oder? Ja. Weil du bist ja eine Schleswig-Holsteiner Mädchen, ne? Also sagt man doch nicht. Da spricht man ja sehr hochdeutsch. Deren. Aber ist mittlerweile so eingeplackt. Also ist also bei uns habt ihr noch irgendwas? Ihr dürft jetzt noch einen Satz jeder sagen. So, habt noch irgendwas für unsere Hörer, die euch jetzt so zugehört haben? Hast du noch einen guten Rat? Liebe Hesse, genießt das Leben. Ne? Ihr lebt in einem wunderschönen Bundesland. Das ist echt wahr. Ich bin immer wahnsinnig froh, wenn ich hierher komme und wenn ich da sein kann. Und vor allem, bleibt gesund. Also ich würde sagen, Vergangenheit kann man nicht ändern. Zukunft weiß keiner. Keiner von uns weiß, was die Zukunft für uns bereithält oder wie lange wir noch haben. Von daher das Leben jetzt im Hier und Jetzt genießen. Achtsam sein, für das dankbar sein, was man hat und was ist. Und und den Mut nicht verlieren, die Hoffnung nicht verlieren und das schätzen, was man hat. Ja. Danke, Silvia. Danke, dass ihr da wart. Danke für die Inspiration und für alles. Alles Gute. Vielen Dank. Danke. Schön, dass Sie zugehört haben und damit Teil der Geschichte von Verena und Achim geworden sind. Das Buch der beiden, Krebskompass, ist im C. Bertelsmann Verlag erschienen und lesenswert. Wir können uns im Radio wieder hören, jeden Sonntag zwischen 9 und 12. Oder Sie hören einen der Podcasts, der Gespräche von Silvia am Sonntag, überall da, wo es Podcasts gibt.